Moses, du warst in Indien zum Beispiel. Wie warst du in Indien? Genau. Ja, es war eine schöne Zeit. Ich bin auch Seelengewinnen gegangen dort mit Freunden. Wir haben neue Freunde kennengelernt, gleichgesinnte Christen, die auch das machen wollen. Und ja, das war eine sehr, sehr schöne Ereignis für mich, weil ich habe nicht erwartet, dass die Leute so empfänglich sein werden. In Indien, in ein paar Orten gibt es diese Anti-Bekehrungsgesetze. Du kannst nicht jemanden bekehren, das Evangelium erzählen. Aber trotzdem bin ich gegangen. Ach, Quatsch. Ja, Jesus wird mich schützen. Und ich bin zu Leute gegangen. Und die Leute sind so empfänglich. Ich sage, hey, kann ich dir erzählen, wie man in den Himmel kommt? Und es gibt so viele Leute, die sagen, ja, bitte, ich möchte wissen. Ich bin ein Sünder. Also diese Antwort, das finde ich nicht in Deutschland, weißt du? Und sehr selten. Und wir haben so viele Leute das Evangelium erzählt und sie haben geglaubt. Sie haben den Namen des Herrn angerufen, eine Bibel mitgenommen. Sie haben sich sehr gefreut, dass jemand ihnen die Wahrheit erzählt haben. Super, Was? toll. Ja. Und ich habe auch ein paar der Deutschen, mich ein paar Deutschen getroffen, Leute aus Deutschland gesehen. Und sie waren sehr überrascht. Ich habe ihnen erzählt, hey, ich kann auf Deutsch reden, wir können auf Deutsch reden, wenn du willst. Echt? Du sprichst Deutsch? Ja. Ja, sie waren überrascht. Aber sie sind, ich würde sagen, sie sind gerade gottlos. Sie sind dort gekommen, einfach neue Dinge über Veganismus reinzufinden. Sie wollen Yoga machen. Sie wollen eine neue indische Spiritualität mitnehmen, was auch immer. Und Ja. Einen Haufen Geister mitnehmen aus Indien mit nach Deutschland, hoffentlich nicht. ja, das war, was geschehen ist in Indien und ja, preis den Herrn. Und du konntest sogar einige Hindus retten, nicht wahr? Ja, einige Hindus waren, sie haben gar nicht geglaubt, sie wussten nicht, was in der Bibel steht, aber sie waren einfach offen, weil diese Frage steht, weil sie wissen nicht, ob man reinkarniert wird, wie ihnen beigebracht wurde. Und ja, wenn jemand sagt, hey, kann ich dir erzählen, wie man in den Himmel kommt? Ja, das will ich wissen. Ja, natürlich. Nein. Ja, das Evangelium, sie haben gar nicht darüber gehört. Und sie haben einfach geglaubt. Genau. Super. Ja, das ist total ermutigend zu hören, dass Hindus sich auch bekehren lassen. Du warst ja in der Nähe von Bangalore, nicht wahr? Genau, ich war in Bangalore, auch in Hyderabad. Wir haben Hindus von den Herren gewonnen. Oh. Und es ist auch gefährlich. Es gibt Orten, wo man wirklich getötet werden kann, wenn man Ja. das Evangelium predigt. Ja. Und einige Leute, einige Christen, mit denen wir getroffen haben, haben gesagt, hey, was ihr macht, ist sehr gefährlich. Und sie haben gesagt, hey, macht das hier nicht. Wir wissen jemand, er war umgebracht. Er hat Bibel geteilt, was auch immer, aber okay. Uff. Und Gott hat uns geschützt. Ja, freut mich zu hören. War ein super Einsatz. Ihr hattet viele Errettungen zusammen. Es waren insgesamt, wie viele Leute seid beim Seelengewinn gewesen? Sechs, sieben? Ja, in Bangalore gab es 7 Leute. Aha. Und in Hyderabad waren nur zu zweit. Quasi erste Auslandsmission. Erste Glaube, das Auslandsmission, klingt wieder glaube, das ist ein zuverlässiges Wort. zufälliges Wort. Genau. Und insgesamt hatten wir fast 40 Errettungen. Amen. Ja. Ja.